Ich glaube, wir haben keine anmoderiert, kann das sein? Ich hab doch gesagt, dann fang mal an. Ja, dann fang halt mal an. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Wir sind hier in Folge 9 angelangt. Und da unten ist Buddy und da hinten rennt Gubi auf Guten Tag. Beet herum. So, ich habe meinen Job getan, ich bin raus. Tschüss. Tragisch, tragisch. Oh, cool, Salat. Tomaten. Tomaten, komm. Dabei ist die Tomatenzeit schon um. So. Und Strecke. Warum muss ich ein bisschen leiser machen? Was müssen wir machen? Gubi. Was machst du da? Ich hüpfe die Tomaten. Ach so. Scheiße. Och nee, ey. Mit allem hätte ich gerechnet, aber nicht mit dem. So, wie geht's weiter? Ich glaube, gesät werden muss. Ich weiß es gar nicht. Oh, ah, nein, da hätte es noch lange nicht gewachsen. Ja, es muss gesät werden. Wow, Entschuldigung. Doch, da hinten ist was gewachsen schon. Wie sieht's ja, eigentlich mit Feld 38 aus, oder was das auch immer für eine Nummer ist? Hey. Es ist noch nicht erntereif. Noch nicht erntereif. Also das ist ganz weit weg, meine ich, ne? Wow. Ja. Ja, ja. Okay, ich habe Weizen, da vorne sieht mir aber sehr rapsig aus. Ja, das sieht sehr rapsig aus hier. Vielleicht den, die oder das Weizen hat. Ich glaube, es ist schon gesät. Den Weizen oder das Weizen? Ihr ist schon gesät, ihr. Das das Weizen, würde ich sagen. Wobei, es heißt ja auch das Weizenbier. Das ist wieder was anderes. Das ist anderes. Ja das Bier wieder. Wow! Ja, also ich würde das Weizen sagen. Das also so auch das Getreide. Logisch. Ich wollte wegfahren. Das ist hässlich hier rumgedriftet immer. Gleich wieder total verfallen die Aufnahme. Ja doch, hier kann man schon dreschen. Welcher Homo sitzt im Mähdrescher? Hast du was gegen homogene Leute? Nee, so, aber gegen Buddy. Genau. Still. Entschuldigung, war Absicht. Silence! Was bitte? Kill you! Ach ne, nicht schon wieder. Hatten wir das schon mal? Keine Ahnung. Was ist nochmal wahr? Der fährt wieder die Ernte kaputt. Nicht schon wieder. Okay. Das hat man schon oft genug. Wenn sie kaputt gehen würde, dann. Wenn das Spiel realistisch wäre, würde die Ernte kaputt gehen. Aber scheiß drauf. Ende wegtun. So, wir haben uns übrigens endlich nach Wochen mal wieder versammeln können. Ach ja, und das kann man, glaube ich, mal kurz erzählen, oder? Ja, aber auch gerade nur so. Ich guck schon mal wegen Kredit, ne? Ach ja, genau. Mach das mal. Wir haben uns nach 10.000 Wochen wieder versammeln können, nachdem Yetona gefühlte 500 Mal das Spiel vergessen hatte. Und ich immer Zeit habe, natürlich. Ich habe es zweimal vergessen gehabt. Zweimal? Ja, ja, zweimal, aber das sind gefühlte 500 Mal. Okay, alles klar. Übrigens, hey, an zwei Wochenenden. Was hast du zu den Kredit bekommen? L? Nee, L war es nicht. Einfk. Einfk war es. Genau. Einfk. Einfk. Meinst du Einfk? Einfk. Über Inf. Regnet's? Ja, man kann sich immer nur in 5000er Schritten leihen. Ja, ja, da musst du ein paar Mal draufklicken. So. So, Leute. Wir haben jetzt 114.000. Ich hoffe, man hört es später auch noch in der Aufnahme, aber nach was klingt das da? So, was wollten wir uns eigentlich kaufen als nächstes? Das ist ein Buch. Den Maisexler, aber den kleinen. Ich habe nichts gehört. Nichts, gar nichts. Den Maisexler. Ach so. Ja. Wo ist denn der? Das ist ein Witzebuch. Ich hab auch ein neues. Echt? Das stimmt, hast du ja schon gesagt. Ich hab gesagt, Witzebücher. Ich glaube, ich muss meine Flachwitz-App rausholen. Nein, jetzt nicht. Sagen die. Steigt ihr aufs Dach, Goofy? Hat den Server verlassen. Was? Oh. Hallo? Ja. Tschüss. Was ist los?
Ich bin dir gerade aufs Dach gestiegen und du bist rausgegangen. Verbindung zum Spiel verloren. Also, das jetzt. Erstmal den Traktor einführen. Ja, komm. Aber wenn ihr seht, dann bitte rein, mal. Dann geht's. Nimm mal kurz den Kleinen zum Sehen. Ich hol mal was vom Shop ab. Nein. Nein, nein, nein. Mach das mit dem anderen Großen. Hallo. Die Dona? Wir haben nur einen Großen. Kommst wir du haben bitte? Zwei Große. Ach, stimmt, da steht doch noch eine. Da ach steht so, doch noch eine. Ich fahr extra zurück. Alter, bist du blöd. Bitte was? Moment, jetzt ist natürlich die Aufnahme weg. Schwarzbild. Hast du eigentlich geguckt, wie lange wir auf die... Hast du die Uhrzeit im Blick, Uwe? Ja, selbstverständlich habe ich die Uhrzeit im Bild, deswegen hast du dich davon aufgeregt. Hä? So, Moment, ich bin wieder zurück. Wow, cool. Was? Du hast dich... Was? Dieser Spieler will ihrem Spiel beitreten. Ablehnen. Ja, genau. Das sind meistens so Arschlöcher. Sie wurden abgelehnt, das macht er noch ernsthaft. Du Sau. Ja gut, versuch's nochmal, jetzt lasse ich dich rein. Ja klasse, jetzt ist meine sehen? Aufnahme wieder abgeraucht. Vielen Dank. Was soll ich sehen? Bitteschön. Entschuldigung, das wusste ich nicht, dass deine Aufnahme dann abraucht. Hallo? Ja, was ist? Was ich so, sehen soll? Ich bin jetzt wieder zurück. Oh fuck, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was ich sehen soll? Ja, vorlesen, den habe ich hier noch. Du reden wie Yoda. Was ich sehen soll, Goofy? Ich überlege. Danke. Oh, jetzt kannst du lange überlegen. Ich lese erstmal den Witz vor, dann fällt es mir vielleicht wieder ein. Lustigerweise geht der Qualm weiterhin aus dem Schornstein vom Trecker. Ja, dann lese mal vor. Ja, stimmt. Sag mal, Elke, du bist doch mit einem Archäologen verheiratet. Ist das nicht langweilig? Im Gegenteil, meint Elke. Je älter ich werde, desto mehr interessiert er sich für mich. Da muss er aber ein paar tausend Jahre alt werden. Darf ich den? Natürlich darf ich den. Warum ist bei mir synchronisiere Daten mit den Spielern bei 96? Bei mir steht es gerade bei 76% und es ist stehen geblieben. Oh. Es lädt nicht mehr weiter. Brillant. Help. Ah, ja, okay. Bist du so, drin? Nee. Gut, ich auch nicht. Aber ich weiß was zum Unterhalten. Aha. Drei Frauen sind an einer einsamen Insel gestrandet. Eine Brünette, eine Rothaarige und eine Blondine. Die Brünette schaute rüber zum Festland und meinte, es seien nur 20 Kilometer. Sprach's und schwamm los. Nach 5 Kilometern wurde sie müde, nach 10 konnte sie nicht mehr und ertrank. Die Rothaarige schwamm hinterher. Sie hatte viel mehr Kondition als die Brünette, sodass sie erst nach 10 Kilometern müde wurde. Nach 15 Kilometern konnte sie nicht mehr und ertrank. Die Blondine war optimistisch und schwamm ebenfalls hinterher. Na klasse. Sie schwamm 5 Kilometer, 10, 15, 19 Kilometer. Der Strand war bereits in Sicht, aber sie sagte, ich bin doch zu müde und schwamm zurück. Ja. Warum lache ich? Verbindung zum Spiel verloren. Läuft bei dir? Nein, leider nicht. Das ist das Problem. Beitreten? Ey, schöne Musik. Ja. Die hört man gerade. Von mir? Ja. Ja. Gerste oder Weizen? Weizen, hä? Jetzt aber nicht mehr. Wieder da. Ich mach's jetzt einfach. Säen oder was? Mais. Oh, ja, das ja, habe ich dir schon 20.000 Mal gesagt. Oh, Entschuldigung, gefragt. Mais. Aber das habe ich vorhin gesagt. Ganz von mir aus. Mais. Ja, da habe ich aber nicht so... Ich hasse es. Alles wegen Goofy. Zugehört, wollte ich Mais, sagen. Mais, Mais. Und du musst ja, jetzt irgendwas unbedingt gehört. Sehen. Aber ich weiß immer noch nicht was. Mais. Wow, warum hast du noch nie Mais gesehen? Stark. Große Nachfrage bei Biogas. Oh, jetzt geht's. Biogas, das kann ich auch herstellen. Ja, ziemlich gut sogar. Sekunde, was ist jetzt Mais? Dann lass mich mal. Mais, das ist eine gelbe Frucht, Kai, die wächst auf Feldern. Das ist Gerste, das ist Raps, das ist Schnitt, was? Schnitt. Wo willst du denn schneiden? Das war nicht. Ach ja, Schnitt! Schnitt!
Buddy, so nochmal. Warte, rein. Achtung und Action. Buddy, Mais ist eine gelbe Pflanze, die auf Feldern wächst. Ein gelbe Frucht. Oh. Die Arschlöcher. Was denn? Ich hab ein Detail vergessen. Ihr Tonamen, oh fuck. Wir haben doch ja noch Geld, oder? Oh fuck, ja. Brauchst eine andere Seemaschine? Vielleicht. Nein, ich hab jetzt euren Kredit aufgenommen. 61.000. Nein. Warte, wo? Kommen wir gerade mit dem Maishäcksler an, ja? Erstmal wird der jetzt demnächst verwendet. Und wie ohne Mais? Ach so, wir brauchen dafür eine extra Seemaschine, oder ach, was? Das fällt dir ja früh auf, du. Deshalb habe ich auch nichts gefunden. Ein Moment, Seemaschine. Die kaufen wir noch, oder? Ja, wie? Ja, 61.000 Tempo F8 Vetterstadt. Grüßen? Scheiße. Egal. Nein, wir sind Profis. Lohnt sich. Wir haben ja Geld, ne? Ja, das verdient sonst man ja. Sonst wär's schnell. Jetzt so einfach, gell? Jetzt hab ich die Schlampe angemacht, die Taschenschlampe. Aber? Mit R geht das. Die Tona? Ey, ey, ey! Ich mach grad das Ding sauber. Ja, deshalb steh ich hier da. Ja. Kauf doch bitte nochmal so einen kleinen Anhänger, weil den bräuchten wir wirklich, weil man kann keinen Helfer einstellen, sonst hat man wieder so ewig lange Wartezeiten, weißt du? Beim Ernten. Ja, Helfer kann man gar nicht, keinen. Kann man nicht, nee. Wie lang dauert denn das Schaden? Ach ja, mach die Zeit doch mal schneller, das ist ja kein Wunder, dass es so ewig dauert. Aber Anhänger? Nein, ich kann nicht alles auf einmal machen. Muss ich erstmal Zeit schneller kannst machen. Kannst du nicht? Nein. Wie, du hast das keine wird Zeit, das zu lernen. Oh, eine Seemaschine. Ja, jetzt... 61.000, wenn ich bei 15.000 hätte auch gereicht. Du hast gesagt, ich soll die kaufen, ne? Ich wusste nicht, dass die kleinen so auch. Wow. Ich hatte gar nicht mehr. Buddy wusste es. Der hat's abgeguckt. Ja, aber rechtzeitig. Sowas muss man auswendig lernen. Abgucken. Welche Farbe soll denn der Anhänger haben? Wollen wir jetzt mal eine andere Farbe nehmen? Okay. Was, okay. Das kann man auch aussuchen? Ja, natürlich. Also manchmal kann man es aussuchen. Was wollen wir für Farbe? Ich habe jetzt Kackbraun genommen. Kackbraun, finde ich gut. Dann will ich den bitte fahren. Ja, gut. Wer holt ihn ab? Ich. Ich hab nichts zu tun. Ah, schade. Du bist am Sehen, du Noob. Ach, ich? Du nee, ich stimmt seh. Doch gar nicht. Ich hab doch die Seemaschine gerade abgeholt. Egal, ich hol den jetzt. Aber mit dem kleinen Hänger, weißt du mit dem kleinen Trecker. Oh. Ich fahr mit. Ja, da steht aber, da hockt aber jemand drin im Kleinen. Nee, dann tauscht, dann macht das wirklich mit dem jetzt Kleinen. Jetzt nicht ich mehr. Fahr mit. Hä? Achso. Dass man mit dem Großen nicht nachher häckseln kann, das wäre sonst etwas ineffizient. Singst du denn? Singst doch auch, Gubi. Welches Lied war das? Ja gut, ich hab's ein bisschen krüppelig gemacht. Ja, ich hab's nämlich nicht erkannt. Du weißt aber, was gemeint war. Nein. Sogar Fanny hat's erkannt. Oh Leute, das Leben ist doch scheiße in dem. Wieso? Weißt du? Was ist denn oder nur schon warte, wieder? Bevor ich mich beschwer, vielleicht. Was denn? Schon wieder rausgeflogen? Nein. Wo sondern? Bleibst du, Buddy? Ich getraue gar nicht, es mir ist zu sagen. Was? Falsch gekauft. Nein. Aha. Was aber kann sonst noch kommen? Überleg dir mal. Frisch geerntet. Und? Man kann nicht mit jeder Seemaschine gleich sein. Was ist denn jetzt schon wieder? Falscher Traktor oder was? Nein, wir brauchen eine Gruppe. Sonst klappt der Arsch. Oh fuck. Amateure bei der Arbeit. Ja. Aber siehst du, ich hab ihn dir schön hingeschoben. Ja. Der ist wirklich kacke. Wie viel Geld haben wir noch? 7.000. Das langt nicht. Scheiße. Wir... Uns fehlen 2.000. Oh. Hätten wir noch Volumen für einen Kredit? Warte mal, welche Taste war's? Ein... Ach, müsstest genau, du doch bald wissen, oder? Sagen wir so, wir haben jetzt schon einen von 195 aufgenommen, ne? 5.000 lang noch, oder? 200.000 ging, glaube ich.
Die Bank gewährt Ihnen keinen größeren Kredit als 200.000. Alles klar. Aber den so. 5.000 hast du noch gekriegt, oder? Junge, mach schnell, das Geld verschwindet in Speed. Wieso verschwindet es? Weil die Zeit auf extrem schnell gemacht ist. Ach so. Weil ich eine Sämaschine aufgebaut habe. Ach so. Na, ich dachte, das wäre in der Zeit so. Wie viel Geld haben wir denn? 10.000. Das kostet 9.000 irgendwas. Schnell. Hey, schnell. Blinken. Blinken. Ich wollte gerade eben blinken, dann habe ich kurz die Aufnahme unterbrochen. Oh. Okay. Ist immer so. Ist der Gruppe schon gekauft, weil das Geld schwindet? Nein. Dann tu ach es. Ja, den könnte ich ja mal schnell holen. Der große Dreger kann den holen, genau. Huch, es hat gerade gehackelt. Nein, das Problem ist, ich habe bei der Aufnahmetaste, ich habe gedacht, ich lege die Aufnahmetaste auf eine Taste, die ich nie drücken werde. Blinker? Und nein, das war nicht mein Blinker, aber ich habe dann aus Dummheit drauf gedrückt, weil ich dachte, das wäre der Blinker. Welche Taste ist denn das? Komma, auf dem Numpad. Ach so. Ich hasse es, wenn ich zwei Filme in einem zusammenschneiden muss. Das ist das Einfachste von der Welt. Ich weiß, aber es ist nervig. Sie sind noch nicht benannt und dann weiß ich immer nicht, welches der erste Teil ist. Dann muss ich ach, mir erst da steht ihr schon. Muss ich erst draufklicken. Das ist so anstrengend. Juhu, ein Riesengruppe. Willst du mal auslernen, Ubi? Nee, aber fang du mal an zu ernten. Nee, der Helfer erntet doch gerade. Was, der Helfer? Ja, der fährt gerade. Der Mähdrescher. Ja. Der ist ja wirklich packbar. Hey, nee, wir haben jetzt gleich kein Geld mehr. Das ist geil, der zieht ja kein Geld mehr ab, der Helfer. Natürlich, dann kommen wir in den Minusbereich. Bei den Alten war es so, dass er dann trotzdem weitergemacht hat. Nein, wir kommen in den Minusbereich. Was bei den Alten habe ich gesagt. Ja, aber jetzt ist es nicht mehr so gut. Achso, du bist ganz da unten. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ja, Zeit für einen Cut. Nein? Okay, auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Diese Verabschiedung. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, nächste Folge, ich will weiter. Warte, ich muss jetzt mal umbenennen. Nächste Folge. LWS Uncut. S Uncut. Wie so ein Horrorfilm oder so. So. Nein. So, nächste Folge, hopp. Schluck. Schluck, du Schlampe, Schluck. Schluck, du Schlampe. Schluck. Ich weiß, ich bin ein Mann. Hallo, willkommen zurück. Landwirtschaftssimulator, halt, Folge halt, 10. Halt, ich nehme noch nicht auf. Nimmst du jetzt auf?